Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin auch mal wieder am Start. Ich bin die letzte Zeit, aber das habe ich im letzten Video euch schon erzählt, dass ich nicht ganz so oft ein Video hochladen konnte. Und das wollte ich auf jeden Fall wieder ändern. Das ungefähr, also so mindestens 2 in der Woche wären ja schön. So, ich bin so ein bisschen angeschlagen. Die Kinder sind auch schon durch damit. Und zum Schluss ist ja Mutti. Ich hatte versucht, auch eine Krankenmeldung hier zu Hause abzugeben, aber die hat keiner angenommen. Also, Mamas dürfen nicht krank sein. So, jetzt habe ich mir eben nochmal Aspirin-Komplex reingepfiffen. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn die Wirkung nachlässt, dann merkt man schon, dass es wieder so ein bisschen down ist. Aber so hilft es mir ganz gut, den Tag so zu überstehen. Und deswegen, ich wollte euch heute gerne mal so ein bisschen über den Tag mitnehmen. Wir haben es jetzt ungefähr, ja, genau 10.25 Uhr. Die Kinder sind schon fertig, angezogen, wir haben schon gefrühstückt. Und meine Küche geht heute mal, ne? Gab schon Schlimmeres, ne? Ja. So. Aber auch das stört mich ja momentan oder schon seit längerer Zeit nicht mehr ganz so extrem, dass wenn die Küche so ein bisschen Chaos ist, dann ist das einfach so. Genau. So, jetzt habe ich ein bisschen, wie gesagt, die Kinderchen fertig gemacht. Und dann schauen wir einfach mal, was der Tag denn heute noch so bringt. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut einfach mit zu. Auf was ich mal wieder Lust habe, ist mal hier wieder aufzuräumen. Da, und hier muss ich nämlich auch mal aufräumen. Ich habe einfach wieder so viel und einfach nicht sortiert. Und ich denke mal, die Kinder sind ruhig. Deswegen, ich denke, ich starte jetzt damit mal. Ja, so ganz viel habe ich nicht wirklich aussortiert. Ich habe jetzt nur das hier aussortiert. Einmal so einen Dosenöffner, so einen elektronischen hier mit Kabel. Aber meistens haben ja die Dosen alle schon diesen Verschluss, wo man hochklappen kann. Dann habe ich hier noch eine Flasche, die schmeiße ich aber in den Müll. Dann habe ich noch eine Thermoskanne, die brauche ich nämlich nicht so oft hier oben. Deswegen kann die in den Keller. Hier fehlt der Deckel, deswegen stelle ich es auch nach unten. Das kommt auch erstmal nach unten, weil ich habe hier noch eine. Dann habe ich hier noch meine, für den Thermomix die Bürste, aber die benutze ich eigentlich gar nicht. Dann kommt das auch nach unten, das brauche ich nicht so oft. Dann habe ich noch so ein Brotbrett aus meiner Kindheit gefunden. Damit habe ich damals immer, wo ich klein war, gefrühstückt. Ich stelle euch mal kurz hier auch ab. Ne, Sammy? So. Willst du noch was trinken? Ja, bei dem Brotbrett. Das habe ich noch so behalten, weil es war so. Da saß ich halt so als kleines Kind mit dran. Deswegen das behalte ich. Dann habe ich das hier noch. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist richtig süß. Und auch echt praktisch. Das hier. Da kann man was reinlegen. Man kann auch Suppen draus essen, aber das habe ich jetzt noch nicht bei den Kindern oder so probiert. Aber so bei Jaylan ist das ja auch so, wenn sie mal Flips oder irgendwas hat und sie damit durch die Gegend läuft, kann sie so festhalten und es passiert halt nichts. Ich kann es auch umdrehen. Das habe ich mir mal vor langer, langer Zeit über Amazon bestellt. Genau. Kann nichts passieren. Es kann nichts mehr auskippen, wenn sie hier mit ihren Flips, Chips oder keine Ahnung was rumläuft. Es ist einfach... dreht sich einfach mit und so kann sie damit im Wohnzimmer durch die Gegend rennen, ohne dass ich mit dem Staubsauger hinterher muss. So, dann habe ich noch hier von Vanessa eine Brotdose, die finde ich auch immer mega praktisch, nehme ich aber auch so für Jaylan oder so manchmal mit. Und zwar sind das jetzt die kennt ihr bestimmt auch, ne? Die gibt es immer ganz oft bei Aldi auch, also die ist auch von Aldi. Da kann man halt alles reinlegen. Zumachen, zumachen, klappen, fertig. Genau, das bleibt nämlich auch oben. Genau, und dann habe ich hier noch so einen Zwiebelhacker. Den habe ich auch mal, auch keine Ahnung, mal bei Aldi gekauft. Aber ich habe dieses andere Teil, wo man oben rauf drückt. Deswegen schmeiße ich das jetzt auch weg. Hier kann man Zwiebeln reinhauen. Und dann dreht man das nur ein paar Mal hin und her. Und dann sind die Zwiebeln klein. Aber ich habe sowas, deswegen... warum sich vollmüllen, ne? Ihr wisst ja, ich sammle ja immer alles. So, genau. Das kommt nämlich so. Ach ja, und dann habe ich hier... kann ich ja rein theoretisch schon wieder fast hier oben lassen, weil wir haben ja schon wieder bald Weihnachten. So, die kommt in Müll. Das kommt nachher auch in Müll. Und das ist von Jayla so eine kleine Brotdose. Da hat sie auch die Trinkflasche oben im Schrank.
kann man nämlich so aufmachen, kann man was reinlegen. Und dann kommt hier halt auch so eine Trinkflasche rein. Zumachen. Sofort, warte kurz. Und dann kann sie es nämlich selber tragen. Ja, ich mache das sehr auf. So, ja, dann wollte ich diese Schüssel gerade haben. Ja, aber meine Schränke sind auch nicht viel leerer geworden. Ich zeige euch das jetzt mal. Also im Endeffekt nur ein bisschen umsortiert. Aber schon besser. Also jetzt kann ich wieder besser greifen. Hier, das ist das mit den Zwiebeldingern. Ja, und hier habe ich nur ein bisschen auch so aussortiert. Hier frage ich meine Schwägerin, ob sie das für die Kleine haben möchte. Schüsseln und Teller habe ich ihr nämlich auch schon mal gegeben. Da habe ich nämlich auch immer so viel. Aber die kann man immer irgendwie mal gebrauchen, denke ich. So, und diese beiden Schubladen habe ich mir schon so lange vorgenommen, aber ich habe immer nie die Zeit. Und wenn die Zeit mal ist, habe ich keine Lust, weil ich dann immer was anderes machen wollte. So, aber das ist dann jetzt schon mal abgehakt. So, ich mache gerade Mittagessen. Und zwar hatte ich ja gestern so einen Weißkohleintopf. Mega schnell und auch mega lecker. Also es ist wirklich nur Zwiebeln, Hackfleisch, Weißkohl, Gemüsebrühe, Pfeffer und Salz. Wenn man möchte, ein bisschen Kümmel und halt bisschen Soßenbinder, falls man das ein bisschen andicken später möchte. Brauchte ich aber gestern nicht. Und aufgewärmt, also ich finde immer am nächsten Tag schmecken Eintöpfe oder Suppen so allgemein sowieso immer viel besser. Genau, das mache ich jetzt einmal mit mir jetzt hier schon mal fertig für die Kinder. Sammy hat schon gegessen, der schläft auch noch. Jillian hat auch richtig gut heute mal Mittagsschlaf gemacht. Die haben nämlich beide zusammen Mittagsschlaf gemacht. Das ist ja auch immer sehr, sehr selten. Ich kriege es ja immer fast nicht wirklich hin. Aber heute, ja. So, und Jillian hat eine Stunde geschlafen. Und Sammy schläft immer noch. Einmal war ich oben gewesen, weil er seinen Schnulli nochmal brauchte. Der ist aus dem Mund gefallen. Und deswegen habe ich auch einiges schaffen können in der Zeit. Naja, schaffen können. Ich hatte Besuch von meiner Tante. Wir haben uns das gemütlich gemacht. Wir haben einen Kaffee getrunken und ein bisschen geklönt und war geschnackt. Und das einfach mal schön in Ruhe. Einfach mal kinderfrei, sag ich mal. Genau, so. Jetzt köchelt das nochmal so ein bisschen auf. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen Flüssigkeit dazu gegeben. Mal ein bisschen Gemüsebrühe und jetzt wärme ich das einmal für uns auf und dann ist das auch schon fertig. Ich zeige euch das nämlich jetzt einmal gleich. So sieht das nämlich einmal aus. Lasse ich das einmal aufkochen, noch mal ein bisschen, also erwärmen. Und dann ist das Mittagessen für heute auch gerettet. Guten Abend. Ja, es ist jetzt schon abends bei uns. Und wir hatten heute noch ein bisschen Besuch gehabt. Meine Schwester und der Elias war bei uns ein bisschen zum Spielen spontan. Und genau, deswegen habe ich jetzt nicht mehr gefilmt vorhin. Und jetzt wollte ich erstmal gleich, Timmy schläft übrigens auch schon. Der ist jetzt, gestern war das auch schon, so gegen 7 ist er müde geworden. Heute auch übrigens. Deswegen habe ich ihn schon schlafen gelegt. Mal schauen. Gestern hat er durchgeschlafen bis heute Morgen. Und mal schauen, wie es heute ist, weil er ja, schläft auch irgendwie immer nur so ja, ganz komisch bei ihm. Also entweder schläft er zweimal am Tag 10 Minuten oder heute zum Beispiel hat er anderthalb, knapp zwei Stunden geschlafen. Und das reicht ihm, glaube ich, auch. Und deswegen geht er dann abends halt ein bisschen früher jetzt ins Bett. Deswegen ist das, glaube ich, so momentan so seine Zeit. Mal schauen, kann sich immer alles noch ändern. Aber Jalen ist dann immer noch ganz froh, weil dann hat sie abends immer noch so ein bisschen alleine ihre Ruhe, ohne dass Sammy immer dazwischen krabbelt. Jetzt mache ich hier gleich erstmal noch Abendbrot. Schau mal gerade, überlege mal gerade, was ich mache, weil sie ist ja auch immer so ein bisschen krüsch. Obwohl jetzt im Moment geht das einigermaßen auch. Auch da hat sie sich so ein bisschen geändert, muss ich sagen. Tja, mal schauen. Also ich werde jetzt erstmal gleich ein bisschen was machen und mal schauen. Guten Abend nochmal, ihr Lieben. Ja, es kam wirklich gar nicht mehr viel von mir heute. Ich war jetzt gerade noch einmal kurz baden. Mein Ansatz kommt langsam auch durch. Ich will da wieder auf dunkel werden, das wisst ihr ja.
Bald geht es auch noch mal zum Friseur. Ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt auch kurz vor 9. Jaden ruft mich auch. Die schläft nämlich auch noch nicht so richtig gut. Trotzdem konnte ich in Ruhe baden. Ich denke mal, sie hat mich jetzt gehört, wie ich durch die Tür gekommen bin. Ist sie wohl wach geworden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.